unschwer zu erkennen, sitzen wir im Trecker, Tim ist auch dabei. Oh, ja. Und wir holen jetzt die letzte Fuhre Heu. Dann sind wir ja so mal durch, wa? Ja, dann ist der erste Schlick drinnen. Dann sind wir fertig. Sehr schön. Ja. Wir sind mit dem Klaas unterwegs. Die ja. Hänger. Mit schön. Frontlader dran, ja. Weil wir brauchen ja den Frontlader. Ja, das ist jetzt aber logisch, dass der dran ist, oder? Nö, du kannst so fürs Heck nehmen, so schön Spießer und dann kannst du los. Wir mit einem schönen 15 Russen oder so, das machen unsere meisten. Die den Frontlader haben, die machen das hinten dran und nehmen los. Ja. Das ist eine feine Sache. Das ist auch okay. Aber für die Anzahl, die Ballen, die wir so machen und transportieren müssen, wäre das jetzt schlecht. Wenn wir das so machen müssten. Genau, die mit was? Die mit nichts. Vom Eis vertrocknet hier auf der Hecke, oh, ganz schön, muss man sagen. Ja. Mhm. Weil stagniert ja mit Regen. Nein. Die mit nichts. Nix. Nix. So. Ja, am Wochenende wird es bei uns richtig warm, also über 30 Grad. Eigentlich waren schon fast 40 Grad angesagt. Mal sehen, wie viel denn auch wirklich kommt. Ist ja immer so eine Sache und hoffentlich gewittert es dann auch mal schön. Also Stand jetzt hatte ich 35 Grad. Ja, ich hatte nur noch 32. Ach so. Ja, also nur noch. Ist ja trotzdem sehr warm. Also das wird fette. Also das entscheidet sich auch nochmal, wie es mit Kulturen weitergeht und nicht. Ja. Ja, rausgefahren sind wir ja noch nicht dreschen. Im letzten Video haben wir euch ja auch schon die Gerste gezeigt. Da hat Tim euch ja auch schon erklärt, dass die schon sehr weit ist. Aber es dauert ja nicht mehr lange. Und die hat immer noch nicht überall die Köpfe hängen lassen, beziehungsweise die Ähren hängen lassen. Mal sehen, ob sie das wirklich noch macht oder ob sie oben bleiben. Schlechtes Zeichen. Müssen wir dann mal gucken. Ja. Abwarten. So, jetzt ja, echt smart. Ja, das ist auch, wie man gleich machen kann. Unhöflich sowas. Ja. Nee, hallo, es ist Sonnenschein. Sonnenschein? Naja. Na, vor allem, ja, jetzt hat sich ein bisschen zugezogen. Zugezogen. Na, selber was kommt. Die sind doch meistens hier nackt und man weiß im Jürgen. Das so weiß, da muss ich erstmal meine Sonnenbrille mal runtermachen. Ja. Bis ich kann lächeln. So, wir sind jetzt eigentlich gleich da. Hier ist ein alter, ich glaube, das war mal ein alter Kälberstall oder sowas. Autofahrer kriegen schon Angst hier auf der engen Straße. Du filmst hier auch schön die Autofahrer, die denken sich, oh, oh hallo, guck dir die Kurve hier pflastert, das kannst du nicht hin. So, und wir müssen jetzt hier kurz links rein. Schön blinken. Na, selbstverständlich, geht auch alles, ja. Hier kann man auch mal sehen, dass der Trecker das vernünftig anzeigt. Ja, jetzt ist es aus. Super. So, na ja, ich hätte mal sagen, wir sehen uns gleich.
Genau, die können wir nämlich unseren lieben, interessierten Zuschauern noch mal was zeigen, was halt auch ein ganz großer Vorteil ist hier beim Glas. Aber könnte sich auch zu einer kleinen, gefährlichen Situation auch immer entwickeln. So, wir müssen jetzt unseren Ball hier greifen. Wir müssen jetzt mit dem Vorgänger vergleichen, also was wir vorher hatten, also einen kleineren Glas, oder unseren 6630. Wenn man das jetzt anklappt, den Ball, sag mal, so wäre es jetzt beim Vorgänger gewesen und so beim 6630, ja. Aber der Glas, der ja, zack. Also das ist richtig exzellent. Natürlich muss man hier dann auch ein bisschen, ich sag mal, Druck entstellen oder die Aggressivität nicht so hoch nehmen. Ja. Weil wenn der nicht richtig drauf ist auf den Spießer und wir klappen den mal richtig hoch, dann kann es natürlich passieren, dass wir uns den Völler selber auf die Kabine hauen. Ja. Dass er halt hier so halb da runterfliegt. Aber so exzellent, muss man mal sagen. Also das gefällt mich wirklich. Ja. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Also du müsstest mir noch eh nicht feintun und das ist anhängen. Ja. Ja. Hättest du doch eh nicht gemacht. Das hätte ich nicht gemacht. Mich hier stehen lassen. Nö. Weil ich werde der Leidtragende nehmen. Ich hätte hier das blaue Auge. Einkreisbremssystem, ja. Zack. Das haben wir. Feuert man noch. Und dann sind wir fertig. Ja, super. Müssen wir erstmal an das Loch hier an der Seite rankommen, weil dann kann man mit der Hand reingreifen und dann ein bisschen Korn rausholen. Mal sehen, wie feucht es ist. Oder besser gesagt trocken. Ja, also hier sehen wir ja gerade, wir dreschen hier nur Stroh. Darum senkt sich ja halt auch nicht mit der Ähre. Wir haben hier vereinzelt ein paar Ähren, aber die Masse ist es nicht. Ansonsten haben wir hier halt ja, eine Pflanze, die im Großen und Ganzen halt nur eine Pflanze war, ohne Fortpflanzung sozusagen, ohne Körner, ohne Ähren. Ja. Sieht da oben ein bisschen besser aus. Wir haben natürlich auch schon was im Bunker drin, aber man sieht, dass hier eine Notreifejange ist, eine ganz andere Farbe, Körner nicht übermäßig groß. Da müssen wir mal schauen. Das ist natürlich jetzt hier auch das Stück, was, sag ich mal, am schlechtesten ist oder jetzt beschaffen ist, beziehungsweise war. Am Anfang sah das allerdings auch noch sehr gut aus. Aber was sah da noch nicht schlecht aus, weil da hat es ja noch geregnet. Ja, das stimmt. Ja. Ja. So. Gehen wir ringsrum. So, hier kommen wir schon in den Bereich, wo es mehr Spaß macht, wo man dann auch natürlich mal sieht, dass die Pflanzen Ähren haben. Hängt allerdings immer noch nicht ganz unten, aber ich tippe schon, dass das hier alles sehr, sehr reif ist und sehr, sehr trocken schon ist. Weil die war ja eigentlich so am frühesten dran und die anderen Schläge halten sich noch, da werden wir halt noch 3 Tage brauchen, ehe wir da anfangen können. Ja. Mähdrescher müssen wir auch noch ein bisschen putzen. Der kam jetzt so aus dem Winterschlaf, es war alles abgeschmiert, alles durch Sicht ist alles gemacht, hat Detlef nochmal gemacht. Und ja, aber wir wollen die Bleche nochmal ein bisschen sauber machen, durch den Daumen. Ja, die Scheiße hier oben alles voll, die kleinen Labels. Ja, die müssen halt auch mal, ne? Ja, die müssen auch mal, aber nicht über Mähdrescher. Und wir machen schon eine Plane drüber, ja, aber die kommen trotzdem drüber. Drunter weg und das ist halt ein bisschen schlecht. So, wir haben heute übrigens den 18. Juni, Samstag. Und es sind auch schon über 30 Grad, aber waren es halt früh schon, also ich glaube, rausgegangen, dann waren es auch schon 30 Grad oder so. Ja, ab um 10 hat der Drecker schon 30 Grad angezeigt aus der Temperatur.
Ja, also sehr, sehr warm. Wie schnell fährst du eigentlich? Das kommt drauf an, ja. Also jetzt hier oben muss ich ein bisschen langsamer fahren. Da bin ich jetzt hier bei 4 km/h, muss wahrscheinlich aber noch ein bisschen langsamer werden. Ja, und da unten, da können wir eigentlich rasen. Weil da sind keine Körner drin, allerdings haben wir dafür Kurzstroh, weil das Getreide auch nicht so lang gewachsen ist. So, jetzt müssen wir hier mal, das ist nämlich eine schöne Spur, die hier, wo er hingesetzt hat, frage ich mich. Das gleich mal selber gewesen sind. Aber ihr habt wirklich alles gefehlt. An Wasser, was fehlen konnte. Ja, Regen ist auch nicht wirklich in Sicht. Tim hatte auf seine Wetter-App geguckt, da stand für Montag, glaube ich, über 20 mm drin, ne? Ja, 29 Liter. Um 5 ist die Gewitter angekündigt. Heute? Nein, am Montag. Ach so. Und 8 Uhr dann 20 Liter und halt um 5, das Gewitter soll schon 9 Liter mit sich bringen. Naja, und dann eigentlich so bis 14 Uhr steht Regen drin. Ja, das ist gut und schön, ne? Da würden wir uns alle freuen, wenn das kommen würde. Optimistisch bleiben, aber alles Regen, was angezeigt wurde, oder das ist halt immer raus. Ja, das war dann halt immer weg. Oder es kam einfach nicht. Ja, oder es sieht immer genau so drumherum. Das immer so ein Loch. Kann man sich nicht ausdenken. Ja, liegt wahrscheinlich ein bisschen an der Elbe. Was haben wir noch hier? Ja, ein Harz, der fängt auch so manches ab. Also kommt bei uns nichts an hier. Naja. Ja. Schwierig. Schwierig. Und wir machen heute auch nicht allzu lange. Ja, wir haben Samstag. Das ist nicht, weil wir keine Lust haben, sondern einfach, weil das das einzige Stück ist, was so weit ist und wo wir halt auch schon mal ein bisschen reinstechen können, um mal eine Probe zu nehmen und auch mal ein bisschen zu gucken, was ist hier überhaupt los, was können wir erwarten auf den Feldern und was halt auch nicht. Ja. Genau. Jetzt sind wir gleich eine zweite Runde rum und dann nehmen wir die Feuchtigkeitsprobe. Sehr schön. Und der Bunker ist noch nicht voll. So, Deckel drauf. So, es wird fester. Messen ist in Arbeit. 13,7. Optimal. Nicht zu trocken noch nicht. Und auch nicht zu nass. Oh, das ist sehr hell dieses Jahr. Da sind einige Körner dabei, die wirklich in eine Notreife gegangen sind. Naja, wir können weitermachen. Dann grillen wir das Feld noch ab und dann springen wir in die Fluten heute. Nicht wahr?
schön, wa? Da sitzt der Tim und fliegt ein bisschen Drohne. Genau. Tim und sein Papa haben nämlich gerade eben die Plätze gewechselt, damit Tim noch ein bisschen mit der Drohne ein paar Aufnahmen machen kann. Seht ihr natürlich, alles nur für die Zuschauer, wa? Aber heute drängelt es ja nicht. Ja, sieht man das? Ja, toll, man sieht. Also, ja, halt's mich noch davor, damit wir gleich schön, zack, Kamera gegen die Kabine oder die Drohne und zack, ins Schneidwerk, hinten mal ausgespuckt. Das wär's denn.